geheimen Tricks der Orchideen. Wie Orchideen durch sexuelle Täuschung in die Irre führen. Versteckt und gefährdet, Orchideen in den Schweizer Bergen. Immer mehr, immer schöner, Orchideen im Trend. Und in Swissmade, das Orchideenherbar. Es geht zu wie in einem Bienenhaus am Tag der offenen Tür bei Meyers Orchideen. Der Gärtnereibetrieb in Dübendorf bei Zürich zieht jedes Jahr mehr Publikum an. An diesem Tag können Orchideenliebhaber günstig wunderschöne Pflanzen kaufen. Orchideen werden immer beliebter. Der Verkauf in Europa hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Wir haben über 10.000 Leute begrüßen dürfen. Wir sind ja sonst eigentlich kein Publikumsbetrieb, sondern verkaufen unsere Produkte vor allem über Blumenbörsen. Und dieser Tag der offenen Tür war für uns eine sehr gute Gelegenheit, wieder mal den Puls der Leute zu spüren. Und es war für mich faszinierend, wie begeistert dass die Leute waren, wie die wirklich fasziniert waren davon, was alles hinter den Kulissen abläuft, bis eine Orchidee produziert und verkaufsfertig ist. Hans-Peter Meyer hat sich ganz auf Orchideen spezialisiert. Die Pflanzen werden künstlich vermehrt und in Gläsern in der Gärtnerei angeliefert. Die kleinen Pflanzen werden sofort eingetopft. Orchideengärtner sind mit Leidenschaft bei der Arbeit. Uli Winsch hat seinen Chef aufwachsen sehen. Er möchte auch mit 76 Jahren noch nicht aufhören. Ich bin hier im Betrieb schon lange. Können Sie mal Meyer fragen, wie lange ich da bin? Ja, ja, ist schon. Ich bin ein Verwachsener, die Pflanze, und dann macht mir das Spaß und ich habe Freude an dem Ganzen. Die jungen Orchideen werden immer wieder umgetopft. Bis zur blühenden Pflanze vergehen 1,5 Jahre. Die erwachsene Pflanze gedeiht auch hierzulande im Wohnzimmer. In der Wachstumsphase aber braucht sie eine spezielle Behandlung. In den Orchideengärtnereien wird das tropische feuchtwarme Klima imitiert. Ein Temperatursturz regt die Pflanze zur Blüte an. Das wird mit dem Zwischenhalt in Kühlhäusern simuliert. Hans-Peter Meyer begutachtet neue Züchtungen von Phalaenopsis, die erst in ein paar Jahren auf den Markt kommen. Wegen des langsamen Wachstums ist es nicht einfach, den Trend vorauszusagen. Immer mehr sind auch andere Arten gefragt. Die Papageien bringen ein Stück Urwald in die Orchideengärtnerei. Orchideen sind leichter zu pflegen, als viele Leute glauben. Wenn Sie sich in den Urwald versetzen, wo die Orchidee auf einem Baum wächst, da regnet es ja zum Teil wirklich wie aus Kübeln. Aber das Wasser, was zu viel ist, das läuft wieder ab. Und das ist eigentlich das, was wir immer den Leuten empfehlen. Versuchen Sie da, die Natur nachzumachen. Also das heißt, wenn ich eine Orchidee erfolgreich pflegen will, braucht die eigentlich recht viel Wasser. Nur sie darf nie Staunässe haben. Hans und Roland Hassinger in einem Meer von Mastevallien. Also die ist ja wunderschön. Blattaufbau, ja. Anzahl der Blüten, Blütenfarbe, Blütengröße. Die Brüder aus Wiesbaden sind professionelle Orchideenzüchter und gehören weltweit zu den gefragtesten. Was auch vielleicht hochinteressant ist, ist diese Farbe in Rot. Das Orchideenfieber hat sie in den Tropen gepackt.
erste Reise, die wir gemeinsam unternommen haben, das war nach Mexiko. Da haben wir 4 Wochen in Mexiko und sind durchs Land gefahren. Hauptsächlich im südlichen Teil, wo der tropische Regenwald noch ist. Noch sehr intakt damals. Es war unglaublich beeindruckend. Und da ist das Interesse an exotischen Pflanzen eigentlich richtig gestiegen. Die Sammlung von wilden Orchideen war der Beginn einer lebenslangen Leidenschaft. Das fängt klein an mit einer Hobbysammlung. Und wenn man sieht, wie die Pflanzen wachsen und was man mit den Pflanzen, dass man die auch miteinander kreuzen kann, dass man Samen gewinnen kann, kann die dann auch aussäen. Und das war dann eine Begeisterung und die hat sich immer mehr gesteigert, bis hin dann zu der ersten Erfolge, dass auch unsere Sämlinge oder Sorten von uns dann auch international Anklang gefunden haben. Für die Züchtung von solch traumhaft schönen Orchideen braucht man viel Erfahrung. Hans Hassinger wählt 2 Pflanzen für eine Kreuzung. Mit der Nummer 8024-1. Und 8043. In der Natur werden die Orchideen meistens von Insekten oder Vögeln bestäubt, in seltenen Fällen durch Selbstbestäubung. Der Züchter tut das von Hand mit einem Holzstäbchen. Die beiden Blüten werden übers Kreuz bestäubt. Diese Orchideen sind eingeschlechtliche Pflanzen. Pollen und Stempel befinden sich nahe beieinander. Das Züchten einer Orchidee dauert viele Jahre. Nur die besten Pflanzen werden ausgewählt. Hinter einer Züchtung steckt auch immer eine Idee. Die eine Pflanze hatte sehr, sehr viele schöne Blüten, kleine Blüten, aber sehr viele an der Anzahl. Ich habe die gekreuzt mit einer großblumigen, um einfach eine größere Blüte hinzukriegen. Wenn die Orchidee bestäubt ist, welkt die Blüte sofort. Und die Pflanze steckt ihr ganzes Wachstum in die Samenkapsel. Die Wiege der europäischen Orchideenzucht liegt in England. Die britischen Kolonien in tropischen Ländern gaben dem englischen Adel die Möglichkeit, die damals sehr teuren Orchideen zu sammeln. Das war der Grundstock der Sammlung von Royal Kew Gardens, dem königlichen botanischen Garten. Kew had one of the earliest collections of tropical orchids. So by the 1780s we Kew hatte eine der frühesten Orchideensammlungen. Schon um 1780 hatten wir 20 Arten, vor allem aus Westindien, China und Java. Die wuchsen hier in Grubenhäusern. In den Glashäusern war die Hitze so groß, dass die Orchideen richtig gehend gekocht wurden, sogar die tropischen, denn diese kamen vor allem aus den Bergen. Und man dachte, sie brauchten viel Wärme. Aber das war gar nicht so. Das historische Herbarium von Royal Kew Gardens ist eines der ältesten, schönsten und mit 7 Millionen gepressten Pflanzen das größte der Welt. Philip Cribb gehört zu den bedeutendsten Orchideenspezialisten. Zum Botanischen Archiv gehören auch wissenschaftliche Zeichnungen in wertvollen Folianten. Die kolorierten Zeichnungen geben Originale besser wieder als Fotos
und auch besser als die getrockneten Blumen, die aber für DNA-Analysen sehr wichtig sind. Dank dem ehemaligen Direktor Joseph Hooker besitzt Kew auch eine Pflanze von Charles Darwin. Darwin war fasziniert von den Orchideen. Als er sein Werk Die Entstehung der Arten schrieb, beschäftigte er sich zur Zerstreuung mit der Bestäubung von Orchideen. Hooker schickte ihm tropische Orchideen aus Kew. Und Darwin spekulierte über die Mechanismen ihrer Bestäubung, zum Beispiel bei einer Orchidee aus Madagaskar mit einem langen Nektarsporn. Er vermutete, dass sie von einem Falter mit einem langen Saugrüssel bestäubt werde. Der Falter wurde dann Jahrzehnte später tatsächlich gefunden und bekam den Beinamen Predictor, weil Darwin ihn vorausgesagt hatte. Der Falter ist tatsächlich der Bestäuber dieser Orchidee. Also, eben das ist der Stern von Madagaskar. Natürlich das Spektakulärste, was man so unter den Orchideen vielleicht sehen kann. Die riecht auch in der Nacht. Exklusiv, ja. Nur während der Nacht. Der Duftforscher Roman Kaiser hat den Duft von vielen Orchideen rekonstruiert. Ja. Ja. Absolut spektakulär und berühmt und extrem selten in der Natur. Ah, da wird es ja ganz, ganz duftend mit dieser Phalaenopsis. Darf ich sie mal kurz runterholen? Sicher. Das ist geradezu ein Symbol für duftende Orchideen, ganz, ganz typischer, rosenartiger Duft, erinnert ein bisschen so an Rosa Centifolia, zusätzlich mit zimtartigen Noten. Ja, das ist so ein eher verhaltener, grüner, etwas mariner, algenartiger Duft. Diese Orchidee imitiert mit dieser speziell geformten Lippe den Hut von Ständerpilzen und produziert sogar den Duft von solchen Pilzen, um weibliche Pilzmücken anzulocken, die dann getäuscht werden, ihre Eier auf diesem vermeintlichen Hut ablegen, um die Nachkommenschaft mit Nahrung zu versehen. Ein Bulbophyllum. Oh, Bulbophyllum lobi. Hä? Bei der ist noch speziell, wenn man hier schaut, wie die Lippe ganz bewegliche ganz Lippe beweglich ist. Wenn da ein Insekt drauf sitzt, dann klappt rüber sie, und dann wird die Distanz kleiner zum Pollinium. Und drückt eigentlich das Insekt da genau an die Geschlechtsorgane der Blüte. Und derartige Düfte, hä? Kommen dort hauptsächlich vor. Orchideen duften nur dann, wenn der Bestäuber unterwegs ist. Der Reichtum an Formen, Farben und Düften ist Erotik pur. Hintergedanke ist allein die Fortpflanzung. Am Botanischen Institut der Universität Zürich werden die sexuellen Täuschungsmanöver der Orchideen untersucht. Der Evolutionsbiologe Florian Schiestl arbeitet mit Bienen. Sie sind extrem lernfähig, was Farben und Düfte betrifft. Das Experiment soll zeigen, wie die Bestäuber auf Signale wie Farben und Duftstoffe reagieren und wie sie lernen, Signale zu bevorzugen. Orchideen als artenreichste Pflanzengruppe sind aufschlussreich für die Entwicklung der Evolution. Sie haben viele Tricks entwickelt, um Bestäuber anzulocken. Die Orchideen haben sehr viele Täuschmechanismen erfunden. Sie haben beispielsweise einen einfachen Nahrungstäuschmechanismus erfunden. Das heißt, sie gaukeln einem Bestäuber Signale vor, die der Bestäuber normalerweise mit Futter assoziiert. Es gibt aber kein Futter auf den Blüten. Das sind sogenannte Nahrungstäuschblumen. Oder es gibt solche Blumen, die gehen auch einen Schritt weiter sozusagen. Die produzieren Signale, die normalerweise mit dem Paarungsverhalten der Bestäuber assoziiert werden. Das heißt, sie produzieren ein Sexpheromon, ein Duftstoff, das ein virginelles, ein attraktives Weibchen vortäuscht. Der lockt die Männchen an, die Männchen zu den Blüten, und die Männchen meinen, die Blüte ist ein Weibchen, versuchen sich mit der Blüte zu paaren und nehmen so den Pollen auf.
Und das hat auch die Konsequenz, dass die Bestäuberbienen die Evolution dieser Orchideen in eine gewisse Richtung drängen können. Also wir haben beispielsweise zeigen können, dass die Bienenmännchen Präferenz haben für Weibchen, die leicht unterschiedlich von ihren eigenen Weibchen duften. Es gibt also eine Präferenz für leicht unterschiedliche Duftstoffe. Und das wirkt sich auf die Pflanzen aus, weil die quasi immer möglichst attraktiv sein wollen für die Bestäubermännchen. Und dadurch wird die Evolution des Duftes in die Richtung gedrängt, dass sie auch leicht unterschiedlich von den Bienenweibchen duften. Orchideen wachsen rund um die Erde. Von 30.000 Arten gibt es in der Schweiz 73. Beat Wartmann ist Biologe und kennt alle Schweizer Orchideen. Er hat über sie ein Buch veröffentlicht. Die Malaxis ist eine sehr seltene Orchidee. Sie wird ihrer Kleinheit wegen häufig übersehen. Weil die Orchideen hochspezialisiert sind, reagieren sie sofort auf Umweltveränderungen. Beat Wartmann beobachtet für die Schweizerische Datenbank der Orchideen den Stand der Populationen. Er bestimmt die Standorte mit dem Satellitenortungssystem GPS. Zwei rote Waldvögelein. Alle wilden Orchideen sind in der Schweiz geschützt. Dennoch sind sie extrem gefährdet. Überbauungen, landwirtschaftlicher Dünger und Luftverschmutzung, aber auch Verwaldung führen zum Verlust ihres Lebensraums. Orchideen lieben gemähte Magerwiesen wie diese Straßenböschung. Das Problem ist eigentlich, dass die Straßenböschungen vielfach viel zu früh geschnitten werden. Schon zum Teil Ende Mai oder im Juni. Und das ist einfach viel zu früh, weil dann die Orchideen nicht versamen können. So gibt es nun Abkommen mit Gemeinden, dass sie die Magerwiesen später mähen. Den Lauf der Dinge einfach der Natur zu überlassen, ist aber auch nicht richtig. Denn unter Busch und Wald ersticken viele Orchideen. Moosorchis. Okay. Es gibt Ausnahmen. Die Moosorchis liebt gedämpftes Waldlicht. 9, 10, 11, 12, ja. Auch diese unscheinbare Orchidee ist in Beat Wartmanns Orchideenführer vertreten. 5 Jahre hat er daran gearbeitet. Das Buch ist ein Inventar der letzten Lebensräume der Orchideen. Trockenwiesen und Weiden sind ein bevorzugter Lebensraum für Orchideen. Und diese Lebensräume sind ja um 90% zurückgegangen. Und es ist also wichtig, dass wir diese letzten 10%, die es noch hat, dass wir die jetzt schützen. Zu Hause werden die Daten aus dem Feld kontrolliert und in die Datenbank übertragen. Sie ist ein Katalog der schweizerischen Orchideen, ist aber nicht öffentlich zugänglich. Das Buch enthält spektakuläre Fotos. Beat Wartmann beschreibt Wanderungen, auf denen Orchideen zu sehen sind. Den genauen Standort gibt er aber nicht preis, um die Pflanzen zu schützen. Der Frauenschuh ist eine sehr seltene und die wohl berühmteste einheimische Orchidee. Sie ist entsprechend gefährdet, zum Beispiel durch Ausgraben. Ein wilder Frauenschuh kann aber im Garten nicht überleben. Er ernährt sich von einem speziellen Pilz, den er nur in seiner natürlichen Umgebung findet. Liebhaber von einheimischen Orchideen müssen aber nicht leer ausgehen. Johann Blättler aus Kerns in Obwalden züchtet Kreuzungen von Frauenschuh-Orchideen. Frauenschuh-Orchideen können in Töpfen im Garten gehalten werden. Es dauert mehrere Jahre, bis die Pflanze blüht, denn sie wird ausschließlich durch Samen vermehrt und sie wächst langsam. Die einzelnen Pflanzen können sehr alt werden. Sie sind winterhart und brauchen kaum Pflege. In der Homöopathie wird Frauenschuh oder Cypripedium gegen Nervosität und Schlaflosigkeit verschrieben. Giftig sind Orchideen nicht. Der Schuh, der dieser Orchidee den Namen gab, ist eine Kesselfalle und dient zur Bestäubung. Der Frauenschuh hat sich natürlich eingerichtet, um dem Insekt den Weg zu zeigen und hat hier auf der Seite so schöne linienförmige Straßen, sage ich einmal, nach hinten gerichtet, dass das Insekt weiß, wo es den Ausgang findet.
Hinten, ganz kurz unter dem Schuh, befinden sich Härchen. Da kann sich das Insekt festhalten und kann sich durch diese kleine Öffnung hindurchzwängen. Und bei diesem Durchzwängen bekommt es das Pollinium auf den Nacken geklebt und fliegt zur nächsten Blüte und eine Befruchtung kann dann stattfinden. Das ist ein Trick der Orchideen. Johann Blättler zeigt an einer tropischen Pflanze, wie man eine Frauenschuh-Orchidee kreuzt. Zuerst wird der Schuh weggeschnitten. Beim Frauenschuh sind beide Geschlechter in einer Pflanze vereint. Man bestäubt zwei verschiedene Blüten, meist an zwei verschiedenen Pflanzen derselben Art. Auch der andere Schuh muss weg. Die Pollinien sind sehr klein. Eine Kreuzung erfordert viel Fingerspitzengefühl. Beobachtet von seinem Sohn arbeitet Johann Blättler an seiner sterilen Laborbank. Er sät Frauenschuhsamen. Der Sämling ist ohne Nährstoffe völlig nackt und ernährt sich von einem symbiotischen Pilz. Das macht ihn aber auch anfällig für Mikroorganismen. Die Aussaat ist deshalb sehr delikat. Lange Zeit gelang es nicht, Frauenschuhsamen zum Wachsen zu bringen. In vitro war das Problem, dass sie sich selber vergiftet haben. Galsiolus hat einen Stoff abgegeben. Wenn er in großer Anzahl in der Flasche gewachsen ist, hat er sich selber vergiftet und ist gestorben. Heute weiß man, dass man sofort umlegen muss. Und durch das haben wir auch den Erfolg bekommen. Und so kann auch der wilde Frauenschuh wieder vermehrt werden. Am Botanischen Institut in Basel gibt es ein Projekt zur Wiederansiedlung des Frauenschuhs, um die Orchidee vor dem Aussterben zu retten. Samuel Sprunger von der Schweizerischen Orchideenstiftung sammelt Samen dieser Art, um junge Pflänzchen aufzuziehen, die an Orten gepflanzt werden, wo diese außergewöhnliche Orchidee ausgestorben ist. Im Creux du Vent gab es 1900 2000 blühende Pflanzen, heute gibt es noch drei Pflanzen. Und da gibt es verschiedene Standorte, die so zurückgegangen sind. Und was wir jetzt machen, wir versuchen, diese Standorte wieder mit neuen, jungen Pflanzen anzusiedeln. Und das machen wir in Zusammenarbeit mit Kew. Nachdem die Pflanzen am Standort von Hand bestäubt wurden, sät man die Samen aus und schickt sie nach England. Hier werden sie aufgezogen. In England sind viele Orchideen extrem selten. Es gibt noch eine einzige Pflanze oder eine Handvoll davon. In der Schweiz sind sie zwar selten, aber doch nicht so wie hier. Es gibt noch ein paar hundert. Samuel bestäubte wilde Orchideen in der Schweiz von Hand und sammelte Samen, die er uns nach Kew schickte. Mit diesen Samen konnten wir eine Methode entwickeln, um von den seltenen Orchideen in England wieder Pflanzen zu ziehen. Dank der Zusammenarbeit sind die englischen Orchideen nun wieder in größerer Zahl vorhanden. Aber auch das Schweizer Ansiedlungsprojekt kann profitieren. Sobald die neuen Pflanzen groß genug sind, werden sie wieder nach Basel zurückgebracht. Sie dienen zur Aufstockung der schweizerischen Frauenschuhpopulation. Erfolgreiche Züchtungen von Orchideen kann man patentieren lassen. Nicht alle Pflanzen schaffen es in diesen erlauchten Kreis. 3685 bis 3688. Geht auch volle Stückzahl. Ach, das ist ja perfekt. Und die 79, kennst du die 8, das ist die Zartrosa mit der Orange-Lip.
Ja, ein Lilly-Typ, oder? Genau, ein Lilly-Typ. Lilly-Typ. Kommt gut? Ja. Ja, perfekt. 45, 20, ja, genau, das ist die kleinblütige da. Kannst du schon die erinnern? Die gibt's auch. Gut. Wächst. Wenn wir sagen, das ist eine neue Zuchtpflanze, die vererbt ein gutes Merkmal. Und es gibt andere Züchter, die so ein Erbgut brauchen in ihrer Linie. Die geben gerne 5.000 bis 10.000 Euro aus für eine Pflanze. Man kann nicht immer dieselben Pflanzen miteinander kreuzen. Das geht nicht. Ne? Man muss halt auch neue Pflanzen dazugewinnen. Und wir haben auch sehr viel bezahlt für manche Raritäten. Die Kreuzungen, die sich am besten bewähren durch Schönheit, Gesundheit und Blühfreudigkeit, werden weiter vermehrt. Und zwar vegetativ. Das heißt durch ungeschlechtliche Vermehrung. Aus Pflanzenteilen werden Klone hergestellt. Die Firma Hark in Lippstadt hat sich auf die Vermehrung von Orchideen spezialisiert. Verglichen mit anderen Pflanzen ist die Orchideenvermehrung äußerst komplex. Eine Nährlösung aus Vitaminen, Zucker und Hormonen ist die Basis für die jungen erbgleichen Pflanzen. Wir haben einerseits die Phalaenopsis, die den größten Teil der Vermehrung bei uns einnimmt. Die wird sogenannt Shot by Shot vermehrt, das ist der Fachbegriff. Das heißt, man nimmt Trieb für Trieb. Während die Vermehrung von anderen Orchideen, die laufen völlig anders ab. Dort nimmt man Pflanzenzellen heraus und die kommen in ein flüssiges Nährmedium und werden dort geschüttelt. Das Schütteln macht man deshalb, um ein Zellwachstum zu initiieren. Das heißt, die Pflanze weiß durch das Schütteln nicht mehr, wo oben bzw. unten ist und bildet dadurch weder Sprosse noch Wurzeln. Dadurch haben wir ein Zellwachstum und wir können Zellen dann wiederum teilen und weiter wachsen lassen, bis wir so viele Zellen zusammen haben, dass wir daraus dann diese Zellhaufen auf ein festes Nährmedium überführen. Anschließend fangen die Pflanzen an, sich auszudifferenzieren und Spross bzw. Wurzel zu bilden. Die Planung der Produktion von Orchideen im Labor ist wegen der langen Produktionszyklen schwer zu kalkulieren. Es dauert rund anderthalb Jahre, bis eine neue Pflanze groß genug ist für die Abgabe in die Gärtnereien. In diesem Stadium ist die Pflanze anfällig für Infektionen. Die Vermehrung von Orchideen geschieht deshalb unter sterilen Bedingungen. Die Verwechslung von Klonen in der Frühphase einer Produktion ist immer ein Risiko. Schon vor mehreren Jahren hat Hark deshalb ein verwechslungssicheres Laborsystem entwickelt. Von Anfang an wird jede Pflanze mit einem Barcode versehen. Wir haben Tausende von Sorten in verschiedenen Produktionsphasen. Und das technisch zu organisieren hier, dass die Abläufe verwechslungsfrei, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, auch ablaufen können, sind sehr kompliziert. Deswegen arbeiten wir hier mit einem Barcode-System. Wir geben keine Informationen über Hand in das System ein, sondern ausschließlich über Scanner. Und bis zur Endablieferung an unsere Kunden, also an die Großgärtnereien, wird jede Pflanze mit einem Barcode und einem Scanner verfolgt. Jeder Becher ist zu jeder Zeit über das drahtlose System kontrollierbar. Millionen von wertvollen Pflanzen warten in dieser Halle auf die Weiterverarbeitung. Firmeneigene, klimatisierte und gesicherte Lastwagen transportieren sie in die Großgärtnereien. Holland ist Europas größter Produzent von Orchideen. Sion Orchids hat sich auf Phalaenopsis spezialisiert. Von der kleinen Pflanze bis zur blühenden Orchidee dauert es anderthalb Jahre. Nur noch wenige Personen sind hier beschäftigt. Fast alles läuft maschinell. Die Produktion von Orchideen benötigt Platz, Wasser und Energie. Die Pflanzen bleiben lange an einem Ort, brauchen viel Wasser und die Hallen müssen je nach Wachstumsphase beheizt oder gekühlt werden. Mehr und mehr werden auch alternative Energiemodelle eingeführt. Vor 15 Jahren hat Sion Orchids mit 30.000 Pflanzen angefangen. Heute werden hier jährlich 2,5 Millionen blühende und 6 Millionen Jungpflanzen produziert. In den letzten Jahren ist der Markt geradezu explodiert. Und erstmals übersteigt das Angebot die Nachfrage.
Orchideen sind durch die Massenproduktion billiger und für alle Leute erschwinglich geworden. Sie sind aber immer noch atemberaubend schön. Sie sahen die geheimen Tricks der Orchideen. Das Orchideenherbar. Gleich in Swissmade. Spannend. Wie weiss sie hier? Wo kommt die her? Also die kommt aus dem Himalaya. Kommt die auch aus dem Himalaya? Oder nein, die kommt aus dem tropischen Teil von Südostasien. Aha. Und wächst mit diesen Wurzeln auch in den Bäumen. Im Botanischen Garten in Basel. Die Universität Basel besitzt mit über 1700 Arten eine der führenden Sammlungen Europas von lebenden Orchideen. Die Orchideensammlung wurde lange Zeit vom Basler Chemiker Janni Renz für seine Forschungen benutzt. Der 1999 verstorbene Orchideenliebhaber sammelte während 80 Jahren Orchideen. Auf seinen Reisen wurde er oft von seinem Sohn begleitet. Ich bin natürlich mit den Orchideen aufgewachsen, also mit der wissenschaftlichen Seite der Orchideen. Ich konnte auf viele Reisen mit, schon früh auf in Europa, später im Nahen Osten, in Iran, Afghanistan. Und später dann auch in Afrika, also ganz vielen Orten, haben wir zusammen gesammelt. Janni Renz vermachte sein Herbarium der Universität Basel. Es besteht aus rund 25.000 Belegen von gepressten und getrockneten Orchideen. Da geht es wirklich nicht mehr sehr, sehr. Die sind am Verschwinden. Spezialisten bezeichnen es als das Schönste überhaupt. Das ist doch ein ganz toller Gerät. Das ist wunderbar. Ja. Wann ist denn der? Der ist von 1928. Als wir das Herbar und die Bibliothek erhalten haben, nach dem Tod von Dr. Renz, haben wir bemerkt, dass wir einen Schatz gekriegt haben. Und zwar ist das Herbar außerordentlich gut erhalten und von großer Qualität. Und mit den Schriften wissen wir, wo die Pflanze lebte. Also es ist ein geografischer Beleg. Und wenn man das weltweit vergleicht, kann man sagen, die Herbarien von Herrn Renz sind außerordentlich schön und gut erhalten. Die Farben sind dank Experimenten des Chemikers nur wenig verblasst. Thomas, das ist ein ganz wichtiger Band von der Bibliothek von deinem Vater. Ein ganz seltenes Buch, weil es unpubliziert ist. Ist das eine Zeichnung? Das ist eine schöne Zeichnung. Neben dem Herbarium vermachte Janni Renz der Universität auch seine Orchideenbibliothek mit seltenen, wertvollen Foliobüchern ab dem frühen 19. Jahrhundert. Viele davon mit handkolorierten Illustrationen.
Das Herbarium und die Bilder aus den Folianten sind inzwischen online zugänglich, in einer einzigartigen Datenbank, die für die Orchideenforschung von großer Bedeutung ist. Viele Quervergleiche erlauben ein umfassendes Studium der Pflanzen. Gleichzeitig sind die Belege mit der Digitalisierung gesichert. Wir haben pro Tag 150 Leute, die unser Herbar und auch die Bücher besuchen. Und das zeigt doch, dass es wichtig war, dass die Herbarien und die Bücher fotografiert wurden und so virtuell der Welt zur Verfügung stellt. Das Tropenhaus in Basel steht Besuchern offen. Es ist eine Oase im Trubel der Stadt.